Hallo liebe Leute, hier ist wieder Dr. Martin Baxmann mit dem Lean Orthodontics Podcast. Ich freue mich, dass du auch heute wieder eingeschaltet bist und auch wenn du das erste Mal zuhörst, ich freue mich, dass du da bist. Heute sprechen wir über das Thema Online-Marketing mit einem ausgewiesenen Experten dazu und warum Online-Marketing nicht einfach nur heißt, irgendwelche Anzeigen, die dir gefallen, zu schalten, bringen auch Erfolg, wirst du gleich hören, wie es richtig geht, wie du es am besten machst. Also bleib dran. You're listening to Dr. Baxman's Lean Orthodontics. Simply everything that makes you even more successful in orthodontics and practice management. Dr. Baxman is a speaker, Amazon bestseller author, and multi-entrepreneur. Now he takes all that knowledge and brings it to you in one podcast. This is Dr. Baxman's Lean Orthodontics. Das heutige Thema dreht sich einmal um Marketing und ich weiß gar nicht, ob mein Gast, den ich jetzt gleich vorstelle, das wirklich gefällt, wenn ich sage, das, was mich am meisten beeindruckt ist, eigentlich als wir uns kennengelernt haben, ist, dass er mit so verrückten Typen wie mir, die sonntags morgens um 9 Uhr einfach mal eine Anfrage stellen, nicht nur gut zurechtkommt, sondern dass er tatsächlich dann um 10 nach 9 dann direkt eine Antwort kommt. Also ich hoffe nicht, dass das jetzt alle, die ihn dann später vielleicht mal buchen werden oder so, dann auch bei ihm so machen, dann hat er kein Leben mehr, aber diese Work Ethics, die dahinter stecken, das zeigt schon, das ist jemand, der mega brennt für sein Fach, der sich total auskennt, der auf alles eine Antwort hat, ob es um eine Shopfrage geht oder so. Das ist wirklich richtig cool und deshalb habe ich ihn auch hier im Podcast, weil ich mir sicher bin, dass da jeder richtig von profitieren kann. Kurz zu seiner Vita, seit dem 18. Lebensjahr ist er schon selbstständig, also ganz klassisch wie ganz viele aus dem IT- und Marketingbereich, dann auch quasi self-made in dem Bereich, hat klassisches Marketing gelernt über Druck, Print, aber sich zunehmend immer mehr dann auch auf den Bereich Online-Marketing dann entwickelt. Und was da auch wirklich spannend ist, dass man merkt, das ist eine richtige Wissenschaft für sich geworden. Also das ist nicht mehr da, dass man denkt, hey, das ist ein cooles Bild, das wird jetzt mal irgendwo platziert oder so, sondern da werden Experimente gemacht, ABC-Tests, es wird gemessen und so kommt man dann immer mehr dahin, dass tatsächlich auch das, was der Patient oder der Kunde entsprechend wichtig findet, in den Vordergrund gerückt wird und nicht mehr nur das Ego des Auftraggebers, des Marketers. Und das finde ich super spannend. Und in diesem Sinne, herzlich willkommen, Florian Ibe, Inhaber von PicType aus Köln. Schön, dass du hier dabei bist. Freue mich total. Ja, wow, Martin, danke für diese tolle Einleitung. Ja, genau, also Schnelligkeit wird bei uns groß geschrieben, weil ich meine, Internet läuft 24/7, es läuft nicht weg, aber man muss hier auch schnell sein, denn die Konkurrenz schläft nicht und Kundenservice wird bei uns definitiv groß geschrieben. Ja, und du hast schon sehr, sehr viel in deiner Einleitung vorweggenommen und ja, definitiv, es ist ein komplexes Thema. Aber es ist handelbar. Nur man muss sich trauen, in diesen Bereich einzusteigen und man muss einfach offen sein, gewisse neue Dinge zu machen, auch mal Vertrauen in Dienstleister, in Berater, denn es ist schwierig, aber es ist alles schaffbar, wenn man denn möchte. Da würde ich auch direkt ganz gerne ansetzen, denn viele gerade im ärztlichen Bereich haben immer noch das Gefühl, Online-Marketing, was ist das? Ist das überhaupt erlaubt? Was kann man überhaupt machen? Heißt das, man schaltet eine Anzeige bei Google oder bei Facebook oder sonst irgendwas? Also was gehört dazu heutzutage zum Online-Marketing? Ist ja ein breites Feld eigentlich. Ja, Online-Marketing ist riesig groß und das ist ja auch das erste Problem eigentlich. Man steht einfach vor einer riesen Mauer. Man weiß gar nicht, wo muss ich jetzt ansetzen? Was muss ich jetzt tun? Welche Möglichkeit ist für mich die richtige? Das ist halt das Problem und mit jedem Tag kommen irgendwelche Möglichkeiten mit dazu. Aber grundsätzlich anzufangen erstmal, was ist Online-Marketing? Ist eigentlich, ich muss mich im Internet präsentieren. Ich muss gefunden werden. Und dabei reicht es nicht, man hat früher gesagt, eine Web-Visitenkarte zu haben, irgendeine Seite, wo einfach nur ein Teamfoto drauf ist. Wir bieten eine Zahnreinigung an, wir machen Bleaching und wir können dir auch helfen, wenn du krumme Zähne hast. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was man heutzutage noch tun sollte. Und schreibt dann Telefonnummer, Adresse und sonst was dahinter. Das hat nichts mit Online-Marketing zu tun. Das ist schon lange nicht mehr die Basis. Das ist eigentlich schon das, was man direkt offline nehmen sollte und neu macht. Online-Marketing fängt einfach an mit einer Präsenz. Ich muss einfach eine Internetseite haben. Da führt kein Weg dran vorbei und diese Internetseite muss Informationen bieten. Und umso ausführlicher die Internetseite ist, umso besser kann ich darüber auch neue Patienten gewinnen. Auch meine, das vergessen auch viele, meine bestehenden Patienten informieren.
auch wenn Praxen vielleicht 20 Jahre schon am Markt sind. Ja, natürlich wissen alle irgendwo, die in einem Ort, in der Stadt leben, ja, ich kann zum Müller gehen, der Müller bietet das und das an, da gehe ich auch schon seit 15 Jahren hin, ist ja alles klar. Das ist natürlich so, aber auch viele wissen vielleicht gar nicht, dass er jetzt Bleaching macht, dass er sich sein Bildungsspektrum durch Mitarbeiter, wie auch immer, durch Fortbildungen weiter oder mehr umfasst. Also da, auch dafür ist halt dann wirklich eine Internetseite da. Und wenn wir zum Thema Online-Marketing kommen, ist es dann so, eine Internetseite wird bei Google indexiert, wird also eventuell sichtbar. Und wieso sage ich eventuell? Denn nur weil ich jetzt eine Seite online schalte, heißt es nicht, dass ich sofort da bin. Und Google sagt nicht, hey, da ist jetzt der Dr. Müller und der ist jetzt präsent. Das ist also auch ein wichtiger Faktor. Und dafür, und dann kommen wir eigentlich mit der Basis der Internetseite ins Online-Marketing. Und Online-Marketing hat eigentlich drei wichtige Bestandteile. Wir haben Google als die Suchmaschine mit ja über 90% Marktanteil im deutschsprachigen oder in der Dachregion. Und dann haben wir letzten Endes noch dazu Social Media, also Facebook und Instagram. Auf Snapchat, Pinterest und Co. möchte ich gar nicht an der Stelle reingehen, weil der Marktanteil viel zu gering ist. Das ist für, ich sage jetzt auch da direkt wieder nicht verzetteln, für 99% der Leute, die diesen Podcast vermutlich hören, gar nicht relevant. Vergessen Sie das sofort. Es gibt Google, es gibt Facebook. Punkt. So, und darauf muss ich mich erstmal konzentrieren und da muss ich mich präsentieren, meine Homepage präsentieren, meine Dienstleistungen präsentieren und das ist letztendlich das Online-Marketing, wo ich mich darauf fokussieren sollte. Das finde ich total spannend. Das sind nämlich direkt zwei Punkte, die ich auch immer wieder in Kollegengesprächen feststelle. Nämlich Nummer eins, ist der Webauftritt eine Ego-Show? Muss ich zeigen, wie toll ich bin, was ich alles kann, was ich mache, wo ich besser bin als die Konkurrenz? Ich glaube, weit gefehlt. Und das geht immer mehr dahin, was durchaus auch schwierig ist, was auch uns in unserer Konstruktion immer mal wieder schwerfällt, herauszufinden, wo holen wir den Patienten am besten ab? Der Patient steht einfach im Mittelpunkt. Also Kunde ist König, spürt man in vielen Geschäften heutzutage vielleicht nicht mehr. Aber gerade im Online-Marketing, da wird es immer wichtiger, so ist das mein Gefühl, dass man sie wirklich abholt bei den Bedürfnissen, die da vorliegen. Und das Zweite ist, will ich auch nochmal einwerfen, dann da kannst du ja gerne gleich auch nochmal zur Stellung nehmen. Wir haben ja andauernd dann auch irgendwelche neuen Portale, Social-Media-Plattformen und so weiter. Snapchat ist ja jetzt schon wieder uralt, TikTok ist cool gewesen vor 6 Monaten, jetzt, sag ich mal, macht es irgendwie jedes 12-jährige Mädchen, aber ob es dann sonst noch jemand macht, ist die Frage und manche sagen dann auch, ja, wow, neue Plattform, da muss ich jetzt erstmal drauf so richtig investieren, dann bin ich der König von TikTok und im Endeffekt ist die Frage auch, was konvertiert man damit? Ist toll. Dann hast du da 5000 Nutzer, die gucken sich das an, finden das super und davon kommt dann keiner in deine Praxis. Ja, genau. Also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Man muss einfach differenzieren. Ich habe 3 Stufen von Nutzern, die sich im Internet bewegen. Die erste Stufe sind die, die suchen Informationen. Die wollen sich selbst einlesen. Die haben ein Problem mit ihren Zähnen, haben Zahnschmerzen und wird erstmal überall durchgegoogelt. So, dann gibt es die zweiten, die sind informiert und die haben ein Problem und suchen jetzt konkret eine Lösung. Haben vielleicht auch erfahren, dass sie ihre Zähne nochmal 10-mal am Tag putzen könnten, was sogar kontraproduktiv ist, sage ich jetzt mal. Aber sie müssen jetzt zum Zahnarzt gehen, müssen zum Kieferorthopäden, haben eine Problemstellung, wissen jetzt durch das Selbstgoogeln, Dr. Google, sage ich jetzt mal am Rande, wissen sie einfach, okay, ich brauche jetzt die und die Behandlung. Was machen Sie? Sie haben ein Keyword und da ist wieder ganz wichtig, Keyword ist kein Modebegriff oder irgendwas aus dem Online-Marketing. Keyword heißt Suchbegriff. Und diese sind fest definiert, werden bei Google eingegeben, die Problemstellung wird geäußert und Google sucht dazu regional oder auch überregional passende Suchergebnisse. So, das muss man verstehen. Das ist also Nutzergruppe 2. Und dann gibt es Nutzergruppe 3, die vergleicht. Das heißt, ich habe mir rausgesucht über den Google Maps Kasten, über wo auch immer, über verschiedene Internetseiten, habe ich mir rausgesucht, welcher Kieferorthopäde, welcher Zahnarzt ist jetzt für mich relevant. Wer ist in meiner Region? Muss ich mit dem Bus fahren? Habe ich Parkplätze vor der Tür? Und. Und das ist genau der Punkt, den du angesprochen hast. Es geht jetzt nicht zu zeigen, oh, ich habe die tollsten Räumlichkeiten. Nein, es geht um Empathie, es geht um Emotionen auch, um Vertrauen. Und dann sind halt auch teilweise so banale Sachen. Habe ich einen Parkplatz vor der Tür? Habe ich eine öffentliche Verkehrsanbindung? Kann jemand zu mir kommen? Weil natürlich, Patienten müssen sich in die Praxis bewegen. Und das sind genau die Themen, die dann relevant sind und das müssen auch die Internetseite, die sozialen Netzwerke kommunizieren. Und das ist letzten Endes der ganze Trick an der Sache, weil dann bin ich im Vergleichsprozess und dann heißt halt, gehe ich zum Baxmann, gehe ich zum Müller, gehe ich zum Schmitz. So,
Und das sind halt ganz, ganz weiche Faktoren nachher, wo es denn schon in die Verkaufspsychologie geht. Das würde jetzt aber hier zu weit führen. Aber das ist Online-Marketing für Suchbegriffe oder für Problemlöser, die über Suchbegriffe in Google sich bewegen, eine Lösung zu finden. Das ist das Wichtige. Das ist auf jeden Fall total spannend. Ich würde gerne von dir da nochmal ganz genau vielleicht zusammengefasst hören. Wir haben gerade schon gehört, Google, Facebook sind die Urgesteine, wenn man so will, haben aber ihre Wichtigkeit nicht verloren. Und gerade auch in der Kieferorthopädie ist das immer so der Punkt. Wir gehen dann gerne in diese Netzwerke, die dann von Jugendlichen und so weiter vorgesehen werden, halt wie Snapchat, TikTok und so weiter. Aber wer sind überhaupt die Entscheider? Das ist genau der Punkt. Wollen wir tatsächlich die Kinder ansprechen oder wollen wir Erwachsene ansprechen, die Eltern, Familien mit Kindern? Macht es manchmal sehr schwer, auch bei der Entscheidung, wer ist tatsächlich unser Adressat für unser Marketing, unsere Werbung? Wie gehen wir da am besten vor? Und da ist es manchmal auch nicht das, was wir denken, sondern tatsächlich auch, kann man da Ergebnisse ganz gut selbst durch Tests generieren? Was schlägst du da vor? Also was, wo du sagst, was sind so die Punkte, da sollte man wirklich investieren und wie baut man so eine Teststruktur auf, dass man dann auch wirklich irgendwann ans Ziel kommt, dass man sich verbessert im Marketing? Also da wieder basierend, ich muss mir wirklich im Klaren sein, auf diesen drei Nutzergruppen möchte ich informieren, möchte ich einfach kostenfreie Informationen, vielleicht über ein kleines Video, über eine Videoanzeige, über meine Facebook-Seite, über ein einminütiges Video auf Instagram, IGTV machen, von mir aus auch auf Snapchat hochgeladen, sonst was, oder TikTok in lustig gefilmt, aber möchte ich informieren, sprich Nutzergruppe 1 abfrühstücken. Oder bin ich der Problemlöser? Sage ich also, du hast das und das Problem, dann haben wir für dich die und die Lösung. Das heißt, geht schon ein bisschen in den werblichen Bereich. Auch dazu Videos, Texte oder halt entsprechend Bildmaterial generieren, liefern, sich als Experte darstellen und dann natürlich in die Praxis locken. Wäre also Typus 2. Oder ich sage, ich bin Problemlöser, du kennst mich vielleicht schon, du bist regional in meinem Kosmos, dann sage ich einfach, ich bin deine kieferorthopädische Praxis in Kamp-Lintfort. So, dann schalte ich dafür eine Anzeige, damit jeder, egal wo er sich befindet, in Google, in Facebook, in Instagram, weiß, ich kann zum Baxmann gehen, der hat die und die Möglichkeiten für mich. Der hilft mir bei den und den Problemen und ich brauche gar nicht groß zu vergleichen. All das sind auch Sachen, wo man einfach, und das ist das Allerwichtigste, wen dieser drei Nutzergruppen möchte ich ansprechen. So, und dann verzettle ich mich auch nicht. Dann habe ich die Möglichkeit, auch darüber zu testen, wenn ich eine ganz klare Mission habe, okay, ich möchte jetzt die Dienstleistung nach vorne bringen oder ich möchte mich allgemein als Praxis platzieren, dann kann ich das darüber entsprechend streuen und auch messen, wenn ich zum Beispiel eine Unterseite dafür habe für die Dienstleistung oder ich habe entsprechend auf der Seite, das ist auch DSGVO-konform, das vielleicht am Rande auch noch erwähnt, ein Nutzer-Tracking, das heißt eine Messbarkeit, wo ich dann sehe, über Facebook kriege ich so und so viele Klicks, die buchen bei mir einen Termin, klicken auf die Telefonnummer, klicken auf die E-Mail-Adresse oder füllen vielleicht mein digitales Terminformular sogar aus, buchen sie also online einen Termin. All das ist messbar und das ist auch der große Vorteil von Online-Marketing, denn es ist wirklich, ja, auch trotz DSGVO muss man immer wieder dabei sagen, messbar, wenn man den Nutzer darauf hinweist. Ja, das ist super interessant. Insbesondere halt auch, dass es wirklich halt rechtlich sehr gute Möglichkeiten gibt, das umzusetzen. Es wird immer komplizierter. Das ist das Gefühl in den letzten Jahren, muss man ganz klar sagen. Doppel-Opt-in, Zehnfach-Opt-in, was auch immer. Hier noch eine Unterschrift, da noch 30 Mal klicken und bestätigen und was auch immer. Also einfacher wird es nicht. Es gab sicherlich schon mal bessere Zeiten, aber trotzdem ist das noch sehr gut möglich, wenn man es klug macht. Nur dazu braucht man dann tatsächlich auch Experten, so wie den Florian jetzt zum Beispiel. Und dazu auch nochmal, gerade war ja der Hinweis, wollen wir informieren, wollen wir beraten, wollen wir Probleme lösen oder so. Ganz wichtig dabei ist immer noch wirklich sich klar zu machen, wie stelle ich das dann dar und Menschen vertrauen Menschen. Heißt also ganz konkret, oder die Verkäufer sagen, Menschen kaufen von Menschen. Also es geht tatsächlich um die menschliche Beziehung. Es reicht nicht einfach irgendwie ein Lehrvideo hochzuladen oder online zu stellen, sondern haltet doch einfach mal eure Gesichter in die Kamera. Das führt zu viel besseren Konvertierungen in diesem Bereich, zu Konversionen, die sich wirklich sehen lassen können. Und in dem
Zusammenhang schlage ich auch im Prinzip genau die Brücke, nämlich Florian, wir haben jetzt deine Stimme gehört und wir wissen, du bist ein Experte, du kennst dich da richtig gut aus. Wenn wir jetzt mit dir in Kontakt kommen wollen, wo können wir dich das nächste Mal sehen? Virtuell oder echt live in Farbe, wie auch immer? Und wie können wir mit dir Kontakt aufnehmen, um die ganzen Fragen, die sich jetzt alle aufgestaut haben, bei dir loszuwerden und uns da helfen zu lassen? Ja, also genau, kurz nochmal eingehakt dazu, die Nase verkauft mit, sag ich immer. Und umso mehr Persönlichkeit ich habe, umso mehr Erfolgschancen habe ich auch, denn wir kaufen wirklich von Menschen. Und jeder, der jetzt mit mir mal in Kontakt kommen möchte, der Lust auf ein Beratungsgespräch hat, der Lust hat, seine Praxis, sein Labor, was auch immer nach vorne zu bringen, kann sich gerne unter www.florianibe, wirklich nur die drei Buchstaben.de, einfach bei mir melden. Oder ansonsten auch bei uns über die Agenturseite www.pigtype.de, Paula Ida Cäsar, Theodor Ida Werther Emil.de. Da gibt es oben rechts auch einen Termin-Button, wo man direkt 15 Minuten mit mir kostenfreie Beratung buchen kann. Schreibt einfach dabei, dass ihr über Martins Podcast kommt. Dann kriege ich natürlich auch eine bevorzugte Behandlung. Und ja, in dem Sinne freue ich mich entsprechend von euch zu hören. Fangt einfach an, das vielleicht noch als Abschlussstatement von mir. Habt keine Angst davor, sondern beschäftigt euch ein bisschen was damit. Sucht euch Hilfe, lasst euch auch von mir dann beraten und dann finden wir da gemeinsam den Weg, um euch digital online nach vorne zu bringen. Das ist nochmal ein total gutes Schlusswort. Vielen Dank dafür, Florian. Auch dazu nochmal, das ist nochmal ein Hinweis für die Folge von mir, tödliche Begriffe, nämlich dort geht es ja um die Begriffe. Ich versuche das mal mit dem Online-Marketing. Ich hoffe, dass es funktioniert. Ich kann das nicht. Also die tödlichen Begriffe, die ganz sicher dafür sorgen, dass du einfach nirgendwo hinkommst, außer dahin, wo du schon immer warst. Und das ist wahrscheinlich nicht ganz oben. Also daran kannst du auch arbeiten in dem Bereich. Wenn du zum Online-Marketing noch was weiter wissen willst, also sprich den Florian auf jeden Fall an. Die Daten hat er ja gerade gegeben. Auch gerne über den Shop bei www.myautolab.de. Auch dort haben wir einen Bereich zum Online-Marketing, der jetzt nicht in Konkurrenz steht mit dem Florian, sondern da kannst du auch mal schauen, was für Produkte du da vielleicht buchen kannst. Ansonsten freue ich mich total, dass du heute wieder dabei gewesen bist, egal wo du es gehört hast, ob gerade beim Gym, beim Laufen, im Auto oder sonst irgendwo oder dir überlegst. Ich gehe jetzt zur nächsten Power Week, die am 7. Dezember in Remscheid bei Fundamental stattfindet und höre mir den Martin da auch mal live an. 5 Tage geballt mit ganz viel Motivation, Power und direkter Umsetzung bei dir. Oder du suchst mal nach PICTIBE, PICTIBE, PICTIBE im Internet und nach Florian Ibe, dann findest du den auch auf jeden Fall und auf jeden Fall. Schön, dass du wieder dabei gewesen bist. Du weißt, was du jetzt zu tun hast. Wenn du es noch nicht gemacht hast, geh zu Apple Podcasts, iTunes, gib mir 5 Sterne, schreib eine nette Bewertung. Wenn du irgendwas zu kritisieren hast oder wenn du irgendwelche Anregungen für weitere Folgen geben willst, schreib mich einfach an unter info@leanorthodontics.com. Da kriegst du garantiert eine Antwort, denn ich kümmere mich um dich und will wissen, was du denkst, damit ich dir helfen kann. Also bis dann. Mach's gut. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Ciao. You've been listening to Dr. Baxman's Lean Orthodontics. Simply everything that makes you even more successful in orthodontics and practice management. Lean Orthodontics has made many people successful, and if you apply it consistently, it will help you too. We hope you've gotten some useful and practical information from this podcast. Make sure to like, rate, and review. And tell a friend or two. In the meantime, you can reach out on the website at www.leanorthodontics.com. We'll see you next time on Dr. Baxman's Lean Orthodontics.